Herzlich willkommen zu unserem heutigen Wochenvideo und heute erfahren Sie, wie man in 15 Minuten viel mehr über das Herz herausfinden kann, als Sie jemals mit einer Herzkatheteruntersuchung erfahren werden. Und wie das geht, das wird Ihnen mein Interviewpartner Dr. Henning Steen, ausgewiesener Experte für kardiale Bildgebung in jeglicher Art und Form, Kardiologe, Internist und Oberarzt der Universität Heidelberg mitteilen. Seien Sie gespannt. Bis gleich. Herr Dr. Steen, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute mein Interviewpartner zu sein. Und meine Zuschauer und ich, wir sind natürlich wahnsinnig gespannt, was Sie so machen. Und wir werden uns ein bisschen unterhalten über die verschiedenen bildgebenden Maßnahmen. Und vielleicht stellen Sie sich einfach mal selbst vor, weil niemand kennt Sie so gut wie Sie. Das stimmt natürlich. Ja, mein Name ist Henning Steen. Ich bin Internist und Kardiologe und bin nicht invasiver Kardiologe, also ein bisschen besonders. Die meisten Kardiologen sind da eher invasiv, das heißt also machen Herzkatheter. Mein Schwerpunkt war schon von immer an die nicht invasive kardiale Bildgebung, da speziell MRT, auch CT, also Herz-CT und Ultraschall. Und das ist das, was ich eigentlich die letzten 20 Jahre eigentlich gemacht habe, wissenschaftlich und auch klinisch. Bin aber eben zusätzlich noch, habe eine normale internistisch-kardiologische Ausbildung durchlaufen. Nun ist es ja so, dass die meisten Kardiologen eben doch am Ende invasiv sind, nachdem das Echo, Schluckecho oder ne, was man so macht, dann sagt, ja, also wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen mehr rausfinden, so die klassischen Parameter, das Herz pumpt und es pumpt da was raus und es entspannt sich auch und es füllt sich und wir haben hier und da einen irgendwelchen Druck, da kriegt man dann so ein paar Zahlen vorgestellt und anschließend sagt man ungefähr, wie stark oder wie schwach das Herz ist und ob es irgendwelche Wandbewegungsstörungen gibt. Und dann heißt es ja oft, jetzt gehen wir mal irgendwie zum Katheter, wir müssen ja gucken bei Ihren Beschwerden, ob da nicht irgendwelche Herzkranzgefäße in irgendeiner Form eingeengt sind, ob wir da einen Stent setzen müssen, ob wir da vielleicht einen Bypass setzen müssen. Und ja, da muss man stundenlang flach liegen und dann kriegt man noch so einen Sandsack oder irgendwo drauf, dass es nicht nachblutet. Und das machen Sie alles nicht. Was können Sie denn da machen? Ja, bei mir ist das anders, das stimmt. Ich bin nicht invasiv tätig, das bedeutet, ich mache Bilder vom Herzen. Und diese Bilder sind spezielle Bilder, nämlich Kernspin-Bilder. Und diese Bilder sind extrem genau und sie sind vor allen Dingen sehr gut wiederholbar, reproduzierbar. Und damit können Sie so gut wie eigentlich jede Herzfehlfunktion darstellen oder messen. Das bedeutet, zum einen können Sie eine koronare Herzkrankheit messen. Und also zwar Herzkranzgefäß für die Laien. Ganz genau. Da ist es allerdings nicht so, dass wir die Adern uns selber anschauen, sondern wir gucken sie durch Blutung an. Und das ist etwas, wo wir ganz klar sagen, wir wissen heute aus den Leitlinien, aus der Wissenschaft, dass die Durchblutungsstörung das ist, was am Ende sozusagen das Gefährliche ist. Es ist gar nicht mal die Stenose, die Verengung, sondern die daraus resultierende Durchblutungsstörung. Das ist eigentlich das, was wir behandeln. Und das sehen wir im MR durch Gabe eines Medikaments, was also Adern erweitert. Und wenn die Ader eben krank ist, wird sie nicht erweitert. Und dann kann ich diesen Effekt im MRT messen. Wenn Sie jetzt diese Mikrodurchblutung dann auch sehen, das heißt ja, die Herzkranzgefäße sind vielleicht sogar in Ordnung, aber in dem Haargefäßbereich, was ja so heißt, weil es so klein ist wie Haare, da geht irgendwas nicht. Während so eine Gefäßverkalkung, die ist ja nicht von jetzt auf gleich da, es sei denn, wir haben einen Thrombus, das ist natürlich fatal, aber wenn die langsam zugeht, dann gibt es ja eigentlich auch Umgehungskreisläufe. Das stimmt. Es gibt zum Beispiel bei sagen wir mal, Frauen des mittleren Lebensalters, so ganz klassisch, da gibt es dieses Syndrom, dieses Small Vessel Disease. Also die Kleinstgefäße haben ein Problem, sind zu eng gestellt, aber die großen Gefäße sind eigentlich normal. Und wir Kardiologen machen unseren Herzkatheter und sagen, naja, da ist aber gar nichts. Wir sehen ja gar keine Großgefäßveränderung. Im MR können Sie zwar nicht die großen Gefäße sehen, aber Sie können die Small Vessel Disease messen, indem Sie Kontrastmittel geben. Und das, was Sie sehen, ist, dass in der Innenschicht des Herzens, des Herzmuskels, da kommt das zu spät an. Die sogenannte letzte Wiese. Ganz genau. Diese letzte Wiese führt aber dazu, dass die Patienten und häufig eben die Frauen auch genau den gleichen Schmerz haben, wie wenn jetzt ein großes Gefäß eine Enge hätte. Das heißt also, diese Patienten sind eigentlich bisher häufig gar nicht so gut verstanden worden. Und wir können das eben visualisieren, wir können es sehen. Und
Sie können jetzt durch zum Beispiel Veränderung ihrer Risikoparameter oder ihrer Risikofaktoren oder auch durch Medikamente diese letzten Wiesen eben verbessert durchbluten. Aber das setzt natürlich voraus, dass man erstmal weiß, dass es diese Erkrankung ist. Das ist zum Beispiel so eine Indikation, die ich sehr häufig mache und wo ich auch sehr aggressiv auch den Patienten sage, sie haben eine Kleinstgefäßerkrankung. Das ist nicht nichts, das ist aber die Summe letztlich aller Mikrogefäße, also Kleinstgefäße, die eben dann eine Durchblutungsstörung macht. Also diese Mikroangiopathie, sogenannten Vasa privata der einzelnen Blutgefäße, das kann ja sein, wenn wir hier hier fließt das meiste Blut, wir haben die innere, die mittlere, die äußere Muskelschicht, die Durchblutung erfolgt wie beim Herzen nicht aus der Kammer heraus, sondern über die Herzkranzgefäße, haben wir natürlich von hier auch von außen im Grunde genommen die Vasa privata und die sind natürlich sehr, sehr dünn und nach dem Hagen-Poiseuischen Gesetz kann ich den Druck da kaum erhöhen, ich muss den Querschnitt erweitern, das, was wir mit Medikamenten oder Dingen auch machen wollen oder auch Veränderung der Ernährung oder Cholesterinzusammensetzung, die LDL Subklassen kommen ja so zum Tragen. Und das sehen wir aber bei den Nerven ja auch, ne? Vasa nervorum, also viele Dinge merken ja vielleicht noch viel schneller als an einem Blutgefäß, was da passiert. Ein Muskel hat ja mehr Überlebenszeit als ein Nerv. Dann würde aber ja, wenn das hier hinten dann doch zu einem Infarkt führt, würde dann ja hier vielleicht ein Infarkt des Blutgefäßes entstehen und hier im Zweifel dann später eine Gefäßverkalkung. Kann man sich das so vorstellen? In etwa, ja. Das kann man etwa so sagen. Wir selber sehen, wo Sie gerade sagen, Infarkt, sehen, können auch Infarkte messen. Wir können das sehen. Und auch die können, Infarkte sind keine frischen Infarkte, das würden wir im Blut erkennen, durch die Blutwerte, sondern wir können auch Infarkte messen, die vielleicht 10 Jahre zurück sind. Wir können also da die Wand uns anschauen, wir können die Art der Zusammensetzung in dieser Wand des Infarkts sehen. Wir können durch Kontrastmittelgabe, und das ist jetzt kein Röntgen-Kontrastmittel, wo wir viele Nebenwirkungen haben, sondern eigentlich die MR-Kontrastmittel sind relativ nebenwirkungsarm. Das lagert sich in diesen Fibrose-Arealen, diesen Infarktarealen an. Und es gibt ganz spezielle Muster, wo wir erkennen können, das ist ein Infarkt. Da kann ich erkennen, da ist mal was gewesen, in der Vorderwand, in der Seite oder in der Hinterwand. Und das ist eine Veränderung, eine Fibrose, die ist nicht infarkttypisch. Das kann zum Beispiel sein durch eine Herzmuskelentzündung oder auch genetische Veränderungen, solche Erkrankungen, wo der Herzmuskel unkontrolliert für sich verdickt. Da haben Sie häufig in der Mitte sozusagen dieser Muskulatur einen Fibrosekern, die können Sie sehen. Und das ist wirklich ein ganz starker Indikator dafür, dass wir wirklich merken können, das ist jetzt kein Sportlerherz oder hat keinen hohen Blutdruck und deswegen ist der Muskel so dick, sondern das ist eine genetische Erkrankung. Das ist eine weitere große, sagen wir mal, ein großer Plus für diese MR. Die Visualisierung, also das Sichtbarmachen wirklich von feinsten Strukturen, auch Gewebe. Das heißt, man braucht auch gar keine Biopsien setzen, was man sonst bei so einer Kardiomyopathie, genau. Hypertroph, ja. Genetisch veranlagt machen würde, um rauszufinden, was hat er denn nur eigentlich? Mhm. Dann reicht es also im Grunde genommen aus dem Blut heraus die Genetik zu machen und auf dem Bild heraus zu sagen, ja, das ist es. Genau. Und das sind, wir haben unterschiedlichste Formen und das ist im Vergleich zu anderen bildgebenden Verfahren der große Vorteil, die extrem gute Gewebedarstellung. Sie können unterschiedliche Gewebe sehr, sehr schön herausarbeiten, ohne Röntgenstrahlen. Also ganz letztlich sauber und wir nennen das inzwischen schon Green, ne? Green MR, wo wir wirklich versuchen, sogar ohne Kontrastmittel, rein durch spezielle physikalische Pulse, die wir dem Patienten geben, zu messen, wie ist deine Zusammensetzung, wie ist vielleicht dein Stoffwechsel, wie ist deine Grad an Fibrose und hast du da ein spezielles Problem in diesem Bereich? Und das sind natürlich Dinge, die können wir weder mit Ultraschall noch mit CT, die kann man vielleicht in Teilen mit diesem PET, das ist aber eine sehr viel Strahlung und ist auch sehr teuer und sehr, sehr selten. Und im MR werden wir so weit sein in den nächsten 3-4 Jahren durch die künstliche Intelligenz, dass diese Abläufe eben innerhalb von 15 Minuten ausgerechnet werden kann. Ja. Und das heißt, wir können wirklich auch gute Verlaufskontrollen machen. Das heißt, Sie kriegen eine Beratung, der Patient übernimmt Eigenverantwortung, er kriegt irgendwie eine Zielvorsetzung und sagt so, im halben Jahr oder Jahr gucken wir mal wieder. Ja. Und das bedeutet ja, dass auch alle Klappenveränderungen, selbst wenn jetzt einer irgendwie nach Infekten sucht und fragt, sind da Vegetationen oder so, das sind sicherlich Sachen, auch Infektionen, selbst und manchmal ganz selten gibt es sogar Krebserkrankungen sogar im Herzmuskel. Mhm. Das können Sie einwandfrei darstellen. Ja, also Endokarditis, also diese Erkrankung mit den Vegetationen, also mit diesen Auflagerungen, das ist
nicht optimal, da würden wir weiter einen Schluckecho machen. Das hängt aber mit der Physik zusammen. Der Bildauflösung, das kriegen wir so optimal nicht hin, aber natürlich alles, was damit zu tun hat, also wenn zum Beispiel Embolien, also einfach da löst sich eine Vegetation und schießt uns und macht uns einen kleinen Infarkt, das würden wir sehen. Ansonsten gibt es so gut wie nichts eigentlich, was wir im MRT heutzutage nicht mehr sehen können. Wir können sogar, das ist eine ganz neue Forschung, die wir jetzt in Heidelberg betreiben, durch verstärkte Atmung, also Hyperventilation, können Sie Durchblutungsstörungen sichtbar machen. Das heißt, die lassen einen Patienten hyperventilieren und wenn der... Ja, aber Sie kriegen ja dadurch eine Basizität des pH-Wertes. Sie kriegen damit das Drücken des ionisierten Calciums in die Proteinbindung und es kommt nachfolgend zur Gefäßverengung. Genau. Und das ist genau das. Und beim gesunden Gefäß können Sie, wenn Sie nach der Hyperventilation, also nachdem der Patient ganz tief ein- und ausgeatmet hat, wenn Sie dann 30 bis 40 Sekunden, kann das der Patient eigentlich ohne Probleme, wir haben also bei 300 Patienten das gemacht und 280 Luft Sekunden. Anhalten. Das ist ja so wie am Schwimmbadton, genau. Der atmet ein paar Mal aus und dann vergisst das 30 Meter. Genau. Und das können Sie halt messen. Das gesunde Gefäß geht ganz normal auf und Sie haben wieder eine normale Durchblutung. Das kranke Gefäß ist verlängert, das geht nicht so gut auf. Und diese Differenz, die können Sie sehen, ohne Kontrastmittel, ohne Stressmedikament, ohne Nadel und ohne Arzt. Und wie Sie vorhin gesagt haben, sogar Offroad, also Sie fahren aufs Dorf mit Ihrem mobilen Ding und können also sozusagen, wo die Wege, wo die Busse, wo es nicht passt, wir holen euch ab, wir kommen nach Hause. Ja. Das ist tatsächlich so. Das ist ein großes Problem in der, gerade in ländlichen Regionen, dass wir eben nicht den Facharzt haben oder nicht eben die Top-Ausstattung auch der Geräte. Und wir haben eben ein MR und dieses MRT ist mobil, es ist so ein Anhänger und das kann eben gemietet werden. Und dann haben wir jetzt zurzeit tatsächlich ein Forschungsprojekt, wo wir die frühe Herzschwäche mit diesen ganz modernen Verfahren sehen wollen. Und das geht jetzt im Mai los, ist in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wird das also stattfinden. Ja, genau. Und wir sind sehr gespannt, weil diese Technologie, wir sind erst gefühlt am Anfang. Wir haben durch die künstliche Intelligenz die Möglichkeit, irgendwann innerhalb von noch schnellerer Zeit, also 10 Minuten bis 12 Minuten, Datensätze aufzunehmen. Die sind total chaotisch, wo man sagen würde, also als MR-Physiker würden Sie sagen, lieber Himmel, was ist denn das für ein Chaos? Das ist auch Chaos, aber wo Sie nach der Aufnahme dieses Chaos, setzen Sie künstliche Intelligenz ein und finden Muster und diese Muster sind die unterschiedlichen Ebenen oder Zusammensetzung der Muskulatur oder Herz-Kranz-Gefäße. Und da wird es so sein, dass wir ohne Kontrasten genau das machen werden. Diese Rechnung haben wir vor einem Jahr angefangen, oder Kollegen haben vor einem Jahr angefangen, hat 6 Stunden gedauert, wo man sagen, das ist natürlich jetzt nicht irgendwie das, was der Patient dann möchte. Wir sind bei 3 Minuten im Post-Processing. Also sozusagen die künstliche Intelligenz, das Genie beherrscht das Chaos und man sieht nur das, was man kennt. Ja. Haben wir also jetzt sozusagen auf die Maschine runtergebrochen und es geht 3 Minuten. Ja. Das ist doch geil. Und das ist eine große Bewegung, die wir merken, eine enorme Innovation, dass wir eben mit sehr, sagen wir mal, wenig schadhaften Methoden, diesem MRT-Feld, so unglaublich viel mehr über das Herz verstehen. Also viel mehr verstehen, warum hat derjenige vielleicht eine Luftknappheit? Warum geht es dem nicht so gut, wenn der die Treppen raufgeht? Wie ist denn jetzt sein Stoffwechsel? Warum hat er denn jetzt, sagen wir mal, verstärkt Bindegewebe? Oder schauen Sie mal, Sie haben mal einen Herzinfarkt gehabt. Das ist prognostisch, also für die Zukunft ist das extrem wichtig. Also der stumme Herzinfarkt ist ja gar nicht so selten. Ja. Und die Beschreibung, dass jemand genügend Luft kriegt, dass er eine gute Sauerstoffsättigung hat, dass er eine gute Lungenfunktion hat, dass er trotzdem über Luftnot klagt, dass er ausreichend Luft zur Verfügung hat, aber das Gefühl hat, nicht genügend Energie zu haben. Das kennen wir ja von der Mitochondrienmedizin, wo wir davon ausgehen, dass der bioenergetische Gesundheitsindex, also die Fähigkeit, wirklich in der Elektronentransportkette am Ende wirklich genügend ATP zur Verfügung zu stellen, ja auch sehr aussagekräftig. Und das Herz greift ja jetzt gar nicht so sehr auf Zucker zu, sondern auf die Fette zu. Und da kann ich mir natürlich gut vorstellen, wenn die Aktin-Myosin-Filamente nicht so richtig ineinander greifen, weil diese Energie nicht bereitsteht, dass diese Schwäche und diese Atemgefühl
akute Atemnot, die ja effektiv nicht da ist mit allen anderen Maßnahmen, daher rührt, wie wir sie von einem Marathonläufer können, der tot umfällt und in 0, nichts seine Starre im Grunde genommen hat, seine Leichenstarre, und jemand, der im Bett verstirbt, nach 3 Stunden immer noch flüssig ist. Ja. Das heißt also, ATP scheint mir da ein ganz wesentlicher Punkt zu sein. Ja, auch das ist im Rahmen der MR-Spektroskopie noch so ein Wort. Da können Sie diesen Energiegehalt tatsächlich messen. Also das ist da eichen Sie sozusagen Ihre Kamera auf Phosphat anstatt Wasserstoff, das würden wir normalerweise tun. Und dann können Sie da Aussagen dazu treffen. Haben wir auch gemacht in verschiedenen Studien, wo wir auch die Triglyceride messen können. Und da zeigt sich einfach die Potenz von MRT. Das ist nicht einfach, wir machen ein Bild, sondern wir haben Bioinformationen. Wir haben funktionelle Werte, ja. Ganz genau. Und das Wichtige ist jetzt, diese funktionellen Werte, die wir erheben, sind eben sehr stark reproduzierbar. Das heißt, wenn ich einen Patienten 3-mal in so ein MRT reinlege, kommt ungefähr das Gleiche raus. Und zwar nicht ungefähr, sondern relativ gut das Gleiche raus. Und das ist in anderen Technologien, wenn es um die Bewegung des Herzens geht, häufig nicht so. Da ist einfach der Fehler zu groß, da ist die Technik nicht ausgereift genug. Und das jetzt gepaart mit einer künstlichen Intelligenz, die Mustererkennung betreibt, ist, glaube ich, ein unglaublicher Weg, den wir in den nächsten 10 Jahren so vor uns haben in der nicht-invasiven Bildgebung. Mein alter Chef sagte immer, oh lieber Gott, Herr Steen, Sie wären Bildgeber, brotlose Kunst. Inzwischen muss ich ehrlicherweise sagen, ist das Gebiet, wo eigentlich am meisten passiert, neben den molekularen Erkenntnissen, die wir haben oder auch gewinnen, ist das etwas, wenn wir visualisieren können mit ganz neuen Bioparametern, so Biomarkern, wie es dem Herzen eigentlich geht und wir dann vielleicht auch besser verstehen, warum der Patient Symptome hat. Und das Tolle wird ja sein, dass man diese Technologie auf alle anderen Organsysteme wahrscheinlich auch wird ausdehnen können und dass wir was kostet so ein Spaß eigentlich? So eine Untersuchung, fragt sich der Zuschauer ja bestimmt auch, kann ich mir so leisten? Ja. Zahlt das die Kasse? Aktuell nicht. Ich mache das, wie gesagt, 20 Jahre und ich streite mich seit 15 Jahren mit den Kassen, weil wir glauben, wir haben jetzt alle möglichen Daten zusammen. Nicht? Also die Kosteneffektivität, die Potenz, dass es eben gut funktioniert und so weiter. Und es ist jetzt vereinzelt so, dass wir selektiv Verträge haben, also wo einzelne Krankenkassen sagen, okay, wir probieren das jetzt einfach mal. Leider noch nicht alle Krankenkassen, man kann sich aber erkundigen. Und zunehmend ist es auch so, dass der Patient selber sagt, ich frage einfach mal nach. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Je mehr Leute natürlich nachfragen und sagen, ich will aber keine Strahlung haben. Ich möchte kein Loch haben. Ich möchte nicht das Risiko eines Herzstillstands bei einem Katheter haben. Genau, oder Schlaganfall oder ähnliches. Ja. Da kommt dann immer das Argument, ja, das ist ja nur 1% oder so. Gehören Sie zu dem 1%, das ist schon mal ganz dumm schlecht. Gelaufen ist einer von 100. Ganz genau. Aber da geht es ja dann nur um eine Nebenwirkung. Also die Nebenwirkung zum Beispiel eines Schlaganfalls ist irgendwie so und so viel. Aber wenn Sie die addieren, Nierenfunktionsstörung, Schilddrüsenfunktionsstörung, die Strahlung selber, die Rhythmusstörung und, dann kommen Sie eben auf deutlich mehr. Und wenn Sie sich überlegen, mit einem nicht invasiven, strahlenfreien und sehr schonenden Verfahren die gleiche Aussage zu treffen wie mit einem Strahlungsverfahren, dann muss man ehrlicherweise sagen, würden wir uns sehr wünschen, dass mehr auch in Richtung kardiale MRT gemacht wird. Und das ist zurzeit wirklich etwas, das ist noch sehr teuer, muss man klar so sagen. Das ist noch. Das sieht ja jeder ein bisschen anders. Was ist denn sehr teuer? Sehr teuer wäre also für eine Stress-MRT etwa 1500 Euro. Wenn Sie einen Herzkatheter machen, sind wir deutlich drüber. Also auch wenn Sie die Kosten-Nutzen-Analysen machen, auch in die Zukunft gesehen, dann wird man ganz klar, oder haben wir auch Arbeiten abgeliefert im europäischen Raum, für jegliche Gesundheitssysteme ist MRT immer die billigere oder die günstigere Variante. Also ihren Preis wirklich wert. Definitiv. Und im Vergleich sogar kostengünstiger als die gefährlichere Methode. Ja. Also liebe Zuschauer, Sie wissen, da geht was und Eigenverantwortung liegt immer bei dem und man muss es sich wünschen, man muss ein bisschen was dafür tun. Wir haben gehört, man kann danach fragen, manche Kassen übernehmen das. Und man muss sich natürlich auch selbst etwas wert sein. Diese moderne Bildgebung, da stellt sich natürlich die Frage, auch ich als Allgemeinmediziner lerne ja jetzt heute auch unheimlich viel und mir wird etwas mitgeteilt, was mir so noch gar nicht bekannt ist, was auch in den klassischen hausärztlichen Zeitungen ja so gar nicht drin steht. Und insofern ist, glaube ich, unser Gespräch nicht nur interessant für den Endkunden, den Betroffenen, sondern eigentlich auch für die Leute, die dazwischen sitzen, nämlich die Hausärzte. Und da ist ja die Frage,
Welche Patienten sind jetzt im Grunde genommen diejenigen, die am meisten davon profitieren, dass es diese Form der Bildgebung jetzt gibt? Also ich glaube tatsächlich, der klassische Patient mit Druck- und Engegefühl wäre ein Patient, also dem Verdacht, habe ich eine Durchblutungsstörung, ja oder nein? Das ist, glaube ich, der Patient, habe ich so einen ziehenden Schmerz oder ich habe zum Beispiel, in meiner Familie gibt es die Neigung zu Herzinfarkten. Ich selber habe zum Beispiel vielleicht mal so ein Herzstolpern und weiß aber gar nicht, das kommt mal bei Belastung und mal nicht. Also diese Patienten mit den Risikofaktoren für Herzinfarkt, also wenn sie zuckerkrank sind und sie haben zum Beispiel eine Luftknappheit, sie spüren irgendwie, dass sie nicht so leistungsfähig sind. Der Patient, der beim Sport zum Beispiel so einen ziehenden Schmerz hat in den Unterkiefer oder in den Bauchraum oder in den Arm hinein und das mal hat und mal nicht, sich unsicher ist einfach. Patienten, die zum Beispiel längere Zeit geraucht haben und sagen, Mensch, ich bin jetzt seit 20 Jahren bin ich Raucher, ich möchte das einfach mal testen lassen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe eine familiäre Neigung dazu. Patienten mit einem Bluthochdruck, ja, die seit vielen Jahren das ja auch gar nicht gespürt haben, vielleicht kommen zum Arzt und der Arzt sagt, naja, ihr Herz ist doch deutlich verändert und dann haben sie eine Luftknappheit. Also das wären im Wesentlichen Patienten, wo ich sagen würde, die würden davon profitieren. Warum? Weil wir ja strahlungsfrei mit einem gut verträglichen Kontrastmittel in sehr kurzer Zeit, also zwischen 20 und 30 Minuten, sagen wir mal, eine Darstellung nicht nur der Durchblutung machen, sondern auch der Funktion und auch zum Beispiel der Hauptschlagader. Ja, also Dinge, die wir vielleicht mit Ultraschall manchmal gar nicht so gut sehen können, weil die Lunge dazwischen sitzt oder wir auch Plaques dort erkennen können. Also das sind tatsächlich Patienten, die, würde ich sagen, am meisten davon profitieren. Und da ist auch die Datenlage des MRTs am besten. Da können wir also wissenschaftlich am besten sagen, da profitieren diese Patienten. Das ist mal so die eine Gruppe. Die zweite Gruppe sind tatsächlich die Patienten mit so einer fraglichen Herzmuskelentzündung, verschleppte Grippe, auch nach Covid, wo wir sehen, dass die Patienten häufig eine Leistungsminderung haben, ein Herzstolpern haben, also Rhythmusstörung, Palpitation, wie wir das nennen, und sich nicht ganz sicher sind, kommt das vom Herz oder liegt es einfach am Stress? Das sind ja auch ganz wesentliche Faktoren für Herzrhythmusstörungen, ist ja der Stress. Aber es gibt ja auch welche, die gerade in Ruhe besonders Herzrhythmusstörungen entwickeln oder gerade beim Schellung-Test oder beim Kipptischverfahren dann plötzlich riesige Pausen haben. Ja. Würde man da auch was sehen können? Da würde man gegebenenfalls tatsächlich auch was sehen können. Das kann ja auch mal durchblutungsbedingt sein. Das kann auch immer mal, gerade wenn Sie Extraschläge aus der Kammer haben, also ventrikuläre Extrasystolie, so nennt sich das, das kann immer auch von der Narbe assoziiert sein. Da können Sie also tatsächlich mal nach einer Herzmuskelentzündung da ein, wie wir das, Residuum, wie wir das nennen, also wie so ein Fingerabdruck. Ja, und das können wir mehr sehen und messen und auch. Also wo wir sonst nur Erregungsausbreitung, Störungen erahnen, sehen Sie genau, wo das ist und können sagen, da. Da, an der Stelle. Und das können wir korrelieren, also zusammensetzen mit einem EKG zum Beispiel und gegebenenfalls sogar dann abladieren, also mit einem Strom von außen rangehen. Das machen natürlich dann die invasiven Kardiologen, nicht solche wie ich. Und dann eine Therapie machen. Also das wären sicherlich auch... Also auch für die ventrikulären Extrasystolen. Ja, toll, also nicht immer nur dieses Umhüllen der Pulmonal... Nein, genau, das können wir auch alles, aber sagen wir mal, das ist ein zweiter ganz, ganz wichtiger Punkt. Und tatsächlich der Punkt mit der Patient mit unklarer Luftnot, der vielleicht schon beim Pulmonologen, also beim Lungenarzt gewesen ist und der sich aber immer noch das Gefühl hat, ich kriege nicht genug Luft. Und da können wir mit sehr, sehr modernen Verfahren auch sagen, ob es nicht auch vom Herzen kommen kann. Also Luftnot kann auch vom Herzen kommen, nicht zwingenderweise nur von der Lunge. Das wäre so ein weiterer Patient und eine Patientengruppe, die, glaube ich, sehr davon profitieren würde. Also drei große Gruppen. Ich fasse mal kurz zusammen. Also die mit der Luftnot, die mit der Zustand nach Entzündung, es ging mir immer gut und plötzlich nicht mehr. Und die schon lange eigentlich nicht sich so richtig um sich gekümmert haben und mittlerweile feststellen, ich habe ein Problem mit dem Stoffwechsel, mit dem Diabetes, mit dem Fettstoffwechsel, mit dem Bluthochdruck und mit Mikrodurchblutung, Mikroangiopathien. Das würde man also alles sehr gut sehen. Ja. Klappenfehler vielleicht natürlich auch, nicht? Und Pendelvolumen, was da alles so geben kann. Ja, toll. Also das ist ja dafür, dass man nur eine Viertelstunde Zeit braucht mit Einchecken, Auschecken, ne? hat man aber kein Risiko und ein sehr tolles Ergebnis im Grunde genommen. Genau. Und das ist so ein bisschen die Faszination, dass wir diese Gesamtheit der unterschiedlichen MRT-Techniken zusammenführen können, um die Symptome zu erklären.
Und das in der Form und der Präzision ist tatsächlich was Neues. Und da ist MRT wirklich ein Vorreiter. Und wo gibt es diese mit dieser künstlichen Intelligenz gekoppelten MRTs denn in welchen Städten? Also das ist aktuell in Teilen noch an der Universität. Da gibt es immer wieder neue Forschungsergebnisse. Wir selber, also ich habe zum Beispiel arbeite in Hamburg an einem solchen Gerät, wo wir so zwischen 15 und 20 Minuten benötigen für dezidierte Fragestellungen. Wenn Sie ganz viele Fragestellungen bearbeitet haben wollen, dauert es auch mal eine halbe Stunde. Aber sage ich mal für fokal, also wenn Sie wirklich eine Fragestellung haben und das behandelt, diagnostiziert haben wollen, dann sind das teilweise nur 10 Minuten. In Hamburg gibt es das. Wir sind auch an verschiedenen Stellen. Aber ich selber praktiziere das in Hamburg an der Uni in Heidelberg natürlich und eigentlich an vielen großen Zentren inzwischen, wo eben moderne Geräte sind und wo man auch... Wäre das hier in Bremen auch möglich? In Bremen ist das auch möglich. Da gibt es am Klinikum Mitte, haben wir jetzt ein Gerät, wo wir das auch zunehmend anbieten. Und das wäre also in Bremen und in Hannover wäre ein Punkt, in Münster, in Dortmund. Also das ist... Und der Suchbegriff, wenn der Patient jetzt sucht, was muss er da eingeben? Herz-MRT. Herz-MRT. Ja, das ist so der Fachbegriff. Ja, klasse. Also, liebe Zuschauer, ich glaube, und auch, ja, so auch Fachleute, nicht nur Laien, haben hier heute unheimlich viel mitgekriegt und da geht eine Welt auf, was alles machbar ist. Und ich bin so richtig angefixt und begeistert und habe natürlich schon zwei Patienten auch geschickt, habe also erste Rückmeldung auch gekriegt, aber bin da durchaus dabei, das immer weiter auch zu nutzen, denn Risikominimierung und Informationsgewinn, das ist einfach, ja, das, was wir alle wollen. Und das ist der Weg, wohin müssen, aus meiner Sicht. Vielen Dank. Ja, danke für Ihre Zeit. Sehr gern.